Prüfstand treten also ab morgen in München auf. Bei uns ist Daniel Drepper, Leiter des Rechercheverbundes WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung. Schönen guten Morgen, Herr Drepper. Schönen guten Morgen. Sie kennen natürlich die Recherchen, Sie waren dabei, haben auch von den Frauen gehört und das sind einige aus unterschiedlichen Ländern auch. Was haben die Ihnen erzählt? Die Frauen, mit denen wir gesprochen haben, und das waren mehr als ein Dutzend Frauen, die haben ein System beschrieben, alle auch sehr ähnlich und gleichlautend, in dem Frauen, so sagen sie, systematisch rekrutiert worden sind vor den Konzerten, sowohl auf Social Media, bei Instagram oder bei Facebook, als auch bei den Konzerten selbst, wenn sie zum Beispiel in der ersten Reihe standen. Und sie sagen, sie seien dann zum Beispiel in spezielle WhatsApp-Gruppen gekommen, so pro Konzert dann eine WhatsApp-Gruppe, so beschreiben sie es. Und da seien sie aufgefordert worden, zum Beispiel Fotos von sich zu posten, von ihrem Outfit. Ihnen wurden, so sagen sie, klare Ansagen gemacht, was müssen sie tragen, was sollen sie tragen. Keine Merchandise-Sachen, nichts Schwarzes, bitte Sommerkleider und hohe Schuhe waren so Beispiele. Und eine Frau hat auch an Eidelstadt versichert, dass ihr gesagt worden sei, ja, sie könne zum Konzert kommen, sollte sie Interesse haben, Sex zu haben mit Till Lindemann. Mhm. Und dann sind die Frauen danach bei den Konzerten ausgewählt worden, so beschreiben sie es, zu einer ganz speziellen Aftershow-Party zu kommen. Also sie wurden quasi rekrutiert und zugeführt, um zu Till Lindemanns persönlicher Aftershow-Party zu kommen, so sagen sie es. Jetzt hatte sich zunächst ja eine Frau gemeldet und dann haben die Recherchen ja mehrere Fälle ergeben, die zumindest einen Verdacht darstellen. Haben sich mehrere Frauen jetzt noch im Nachgang gemeldet? Ja, genau, es melden sich die ganze Zeit Frauen. Es ist auch immer so, dass wenn erstmal eine Berichterstattung da ist, dass Leute merken, ah, das ist was, über das ich sprechen könnte. Ich glaube, viele der Frauen haben auch, die sich bei uns gemeldet haben, die sagen, ja, ich habe das jahrelang mit mir rumgetragen und jetzt war so der Moment, wo ich das Gefühl hatte, ich bin da nicht alleine mit. Ich habe verstanden, dass das vielleicht auch mehr sein könnte und deshalb melde ich mich und das passiert weiter und wir recherchieren auch weiter. Jetzt gibt es eine Reaktion ja der Band, die wünschen sich keine Vorverurteilung, nicht gegen sich selbst, aber auch nicht gegen zum Beispiel die Frauen, die sich äußern. Was ist von so einer Reaktion zu halten? Ja, ich finde es interessant, weil die Band ja sagt, jeder habe das Recht auf die eigene Perspektive, so mehr oder weniger. Ich habe jetzt nicht den genauen Wortlaut im Kopf. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir ja einige der von den Frauen vorgebrachten Vorwürfe veröffentlicht haben. Und dagegen wehrt sich die Band. Die Band hat also ein Unterlassungsbegehren geltend gemacht, schon am Freitagabend, will einige der Aussagen nicht mehr im Netz lesen und versucht, das zu verbieten zu lassen. Und das ist eine sehr gegensätzliche Wahrnehmung für mich, die öffentliche, gegen die, die sie da gegen uns vorgehen. Wie geht es denn jetzt eigentlich weiter? Wissen Sie etwas darüber, ob es Anzeigen von Frauen gibt beispielsweise? Weil nur dann können ja auch Ermittlungen starten. Also theoretisch könnten sich Staatsanwaltschaften auch von sich aus damit beschäftigen, könnten selber losziehen und gucken, ob sie was finden. Ich weiß persönlich nichts von speziellen Anzeigen. Das heißt nicht, dass welche da sein könnten. Es sprechen ja nicht alle Frauen mit uns, die möglicherweise betroffen sein könnten. Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich weiter hoffen, dass sich Menschen bei uns melden, damit wir diese Auftaktberichterstattung fortführen können, aus allen Perspektiven und schauen können, ja, was steckt dahinter, kann man noch mehr und spezifischer dazu berichten. Alle Perspektiven heißt möglicherweise auch, dass Sie etwas weiter auch schauen. Könnte das so der Auftakt zu Recherchen auch sein, überhaupt in der Konzertbranche, in der Musikindustrie? Ja, wir freuen uns natürlich über alle Zuschriften. Es geht jetzt nicht nur um Rammstein. Wir sind ja als Rechercheteam immer interessiert an Menschen, die sich mit Dingen an uns wenden. Grundsätzlich glaube ich, dass es in der Musikindustrie mehr Recherchen geben müsste und könnte. Es gab ja immer mal wieder den Versuch, es gab vor ein, zwei Jahren auch in Deutschland mal die Bewegung Deutschrap MeToo, wo über MeToo im Deutschrap berichtet werden sollte. Das wurde von AktivistInnen gestartet. Da gab es sehr wenig mediale Berichterstattung zu. Das würde mich zum Beispiel sehr interessieren, ob man da nicht noch mehr machen könnte. Also Sie bleiben auf jeden Fall dran. Weiterhin werden sich möglicherweise auch Frauen melden. Es gibt Recherchen und es gibt Hinweise und Verdächtigungen gegen die Band Rammstein, die ab morgen 4 große Konzerte in München geben wird. 240.000 Menschen werden insgesamt erwartet. Daniel Drepper ist bei uns gewesen. Sie bleiben noch. Wir sprechen gleich weiter. Dankeschön. Danke.